Hallihallo, ich will heute mal eine ganz entspannte Nummer auf meinem Hausgewässer machen. Eigentlich hätte ich heute einen Termin gehabt, aber der ist ausgefallen. Ja, Wetter passt. Da habe ich mir gesagt, schwinge ich mich aufs Belly für ein paar Stunden und probiere den ein oder anderen Hecht zu fangen. Ich habe auch die schwere Barschrute bei, aber Hecht soll definitiv im Fokus sein. Mal gucken, was geht. Tja, ich bin ja nun ein absoluter Grobmotoriker. Der ein oder andere würde das als Hechtrute mitnehmen. Bei mir ist es die Barschrute und dementsprechend nutze ich auch einen großdimensionierten Krebs, in dem Falle jetzt hier einen 3,5 Zoll Beaver an einem Reins GI Jig in 5 Gramm. Sehr leicht, wir haben es hier sehr krautig und da will ich nicht mit einem allzu schweren Kopf im Kraut einsinken. Ja, und erhoffe mir davon einen Großbarsch. Natürlich muss es genau so passieren. Nein, kein Barsch, sondern ein ganz guter Hecht, der mir hier auf den Krebs gegangen ist. Gott sei Dank sitzt er ganz gut. Oh, ist wirklich ein guter Fisch. Schaut euch das an. Schon mal ordentlich eine abbekommen. Ah, natürlich Glück gehabt, dass sie so weit vorne sitzt. Da ist der Jig. Da ist der Trailer. Allerdings hat die Spitze etwas entschärft. Wobei auch immer, die ist verbogen. Die müssen wir erstmal wieder zurechtbiegen oder eben den Jig wechseln. Ich nutze die Paddelei zum nächsten Spot mal für ein Statement zu dem Fisch eben. War echt ein schöner Hecht, so um die 80, 85 cm. Der hat natürlich auf die falsche Route gebissen. Der kam auf die Barschroute. Da war ich froh, noch ein bisschen Reserven zu haben mit der Rapid Gunner. Der war schnell in den Griff bekommen. Ich habe aber natürlich auch Glück gehabt. Ja, ich habe keinen Titan- oder Stahlverfach vorgeschaltet. Ich habe einfach damit schlechte Erfahrungen auf Barsch gemacht. Dickes Flugcarbon, das geht noch. Auch das wird den einen oder anderen großen Barsch abschrecken. Aber bei Titan oder bei Stahl, da habe ich einfach bei meinen Gewässern gemerkt, da beißen die Barsche einfach nicht mehr, beziehungsweise kaum noch. Gerade bei so langsamen Präsentationen, wo sie sich genau angucken können, was da los ist. Naja, hat auf jeden Fall funktioniert, der Hecht saß sicher vorne. Ja, und wenn jetzt noch ein Barsch auf die Hechtrute kommt, oh, da bin ich nicht unzufrieden. Wäre doch mal was. Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Fordernd ist untertrieben. So toll ich diesen Köder, den Codename Bass von Depps, auch finde. Ich tue mich echt schwer damit, einen Fisch zu fangen. Der hat schon echt seine Spuren überall.
Aber hängen geblieben ist trotzdem noch keiner. Ist allerdings auch ein Happen. Ich möchte mal behaupten, für den einen oder anderen Fisch auch eine richtige Maulsperre. Aber dennoch, ich gebe es nicht auf. Denn wie gesagt, die Spuren, die sprechen Bände. Er ist sehr beliebt unter den Hechten. Ja. Jetzt darf aber auch mal einer hängen bleiben. Der liebe Gott scheint mich erhört zu haben. Und schon ist der Angeltag auch wieder rum. Unglaublich, wie schnell die Stunden auf dem Wasser verfliegen. Aber ich glaube, das kennen wir alle, wenn es auf Arbeit mal so wäre. Mit dem Ergebnis bin ich nicht unzufrieden. 3 Kontakte, 2 sind hängen geblieben, jeweils über 80. Den ich verloren habe, das war auch ein richtig guter Fisch. Ich glaube, das war auch der größte des Tages oder wäre der größte des Tages geworden. Aber mein Gott, wie mein Kumpel Robert immer zu sagen pflegt, Bisse kann man nicht grillen, kommt wieder. Ja, ansonsten, ich bin auch echt froh, dass der Codename Bess endlich mal einen Hecht gebracht hat. Ich bin schon verrückt geworden, ja. Ich kriege die besten Bisse da drauf und wirklich die schönsten Fische und keiner bleibt hängen. Heute hat es dann mal geklappt, endlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich jetzt nicht allzu viel gefilmt habe. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann sehen wir uns. Bis dann sage ich nur, Petri heil.